Eben. Nun gut, ob sie durchkommt, werden wir jetzt auch wieder sehen. Die zweite Pick- und Bannphase zwischen TSM und CLG geht los. Die Teams haben sich dazu entschieden, die Seiten zu wechseln. So wurde es von vornherein eben bestimmt. Und TSM fängt auch wieder an. Soraka Rice haben wir eben gesehen. Azir, Sam Bands. Und man sieht wieder Marco auf CLG's Seite. Und ich glaube, das wird ein Echo-First-Pick für TSM sein, wenn jetzt CLG Echo open lässt. Und ein Kindred-Bun. Ich glaube, Maokai werden wir die ganze Series nicht von TSM sehen können, weil TSM wird einfach komplett rausnehmen, weil... Wie ich Monster schon gesagt habe, Monsters Baum ist unsterblich. Ja, den werden wir nicht sehen. Monsters Baum ist ein Ende. Der ist eingewurzelt, der will einfach nicht sterben. Genauso wie wir Soraka wahrscheinlich sehen werden. Und der Kindred... Ich bin gespannt, ob jetzt was gebannt wird, ob Echo jetzt gebannt wird von CLG oder ob der einfach offen gelassen wird. Das sieht man Niederliban, okay? Also ich erwarte mir jetzt ein Echo-First-Pick von TSM. Ich denke das auch. Ist einfach... Ah, da, okay. Das Geld ist der einzige Feature, aber ist muss sagen, Sunscan hat auch noch den Descend im Repertoire. Ja, eben, das heißt, ich, man könnte auch für den Echo gehen und dann auf den Descend gehen. Also ich wäre mehr für den Echo-Pick. Der wäre auf jeden Fall besser, da CLG Echo auf zwei Rollen spielen kann und Huhi ziemlich hart gecarried hat letztes Game mit Echo. Aber da TSM jetzt auch Kindred gebannt hat und CLG Niederli gebannt hat, forst man sozusagen TSM auf Graves, weil das der einzige gute Jungler übrig ist. Ich denke, das ist ein okayer Trade, das ist nicht richtig schlecht oder so, aber jetzt haben wir jetzt wieder einen Echo im Gegner-Team und der könnte jetzt hier am Flex sein. Und diesmal hat man als CLG sogar den Last Pick, das heißt, man kann den so lange verstecken, bis TSM die komplette Team gepickt hat. Und da kann man sich immer entscheiden, ob man den Echo jetzt Top oder Mitte schickt und das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Ja, und da kann TSM auch keinen Counter mit Midlane-Pick, so wie letztes Game picken sozusagen, wie Quarky. Das Einzige, also was man jetzt machen kann, ist zwei Lane zu picken, die theoretisch okay gegen Echo wären. Das ist das Einzige, was man machen kann, aber dann könnte es halt wieder ein anderer Echo sein und es muss theoretisch Pick sein, die theoretisch gut gegen alle Champs sind und gut gegen Echo ist. Ja, also aber das ist schwierig zu machen und das sieht man die Echo und Caitlyn wieder gelockt. Anscheinend präferieren sie Caitlyn über alle AD-Carries auf CLGs Seite. Also Stixxay ist anscheinend sehr komfortabel auf Caitlyn. Und letztes Spiel hat man auch gesehen, dass eben der Echo geflext wurde und TSM Gragas gepickt hat. Und Gragas ist ja bekanntlich extrem gut gegen Echo auf der Lane. Und dann hat sich eben CLG entschieden, Echo in die Mitte zu schicken und nicht auf die Top-Lane. Was für eine Lösung, mit so einem Echo-Flex-Pick umzugehen? Also wenn man jetzt schon mal irgendwo halt... Wegpicken! Also abgesehen von wegpicken, weil das fällt offensichtlich schon weg. Was kann TSM jetzt könnte jetzt Gragas zum Beispiel picken wieder. Das heißt, man würde den Echo wahrscheinlich in der Mitte forcen. Dann könnte man in der Mitte auch so einen Echo-Counter picken, wie was ein... Vielleicht ein Twisted Fate. Das fällt ziemlich gut gegen Echo in der Mitte, glaube ich. Poppy und Alistair soll es werden. Ja, Poppy und Alistair wurden gepickt. Der Braum ist auch noch open. Und Aphromoo entscheidet sich wieder für die Morgana. Und Morgana ist extrem gut gegen Alistair, weil man eben die Combo einfach shielden kann. Und überraschender Rek'Sai-Pick von von CLGs Seite. Für das ist echt eine sehr komische Kombo von CLG. Also sie gehen für Morgana und Rek'Sai, das sind keine wirklichen Meta-Picks gerade. Morgana kann zwar theoretisch gut gegen Poppy sein und gut gegen Alistair sein, aber es ist immer nur eine Person, die das Shield bekommen kann. Und Morgana ist auch relativ squishy im Gegensatz zu allen anderen Champs. Also Niklas hatte recht, da kommt der Lulu. Ja, ich sag's ja, aber auf mich will niemand hören. Bjergsen hat jetzt Lulu gepickt und Xmiffy hat einfach nichts mehr open sozusagen, weil sein Lee Sin ist nicht, also man hat noch nicht oft Lee Sin von Xmiffy gesehen selber und da hat TSM eben einfach Xmiffy sozusagen auf einen Champion geforst, der nicht so gut ist im Jungle, oder? Ich hätte einen Gragas lieber gemocht als einen Rek'Sai. Rek'Sai ist relativ okay gegen Graves im Jungle. Du hast dein im Early ist Graves nicht so extrem unterdrückend wie Nidor oder Kindred, das heißt, du kannst das Early immer stehen. Und im Teamfight hast du halt mehr Impact als ein Graves. Und das sieht man auch Quarky gelockt von CLG diesmal gegen Lulu. Kann auf beide Seiten gehen. Da kommt es nur darauf an, wie die Lulu eben auf der Lane poked mit EQ und ob eben Quarky mit dem Q antworten kann. Ich muss sagen, dass Quarky eventuell ein Summoner Advantage hast, der im Teal und Lula TP. Das heißt, einzig eins sollte Quark ein kleines Vorteil haben. Aber im Team selber, man hat eben gesehen letztes Game, dass Double TP extrem effizient ist. Also man kann einfach so viel damit machen. Wo man sagen muss, mit deinem Echo ist was anderes als mit deinem Lulu, wenn die hinter dich TP't. Es wird auf jeden Fall gespannt, ich bin ja gespannt, wie die Rek'Sai sich irgendwie durchsetzen kann, weil das ist ein Pick, den sieht man sehr, sehr selten. Wir haben es schon mal gesagt, Carry-Jungler sind an sich attraktiver, so ein bisschen in der aktuellen Meta, aber ich glaube, hier gleicht man so ein bisschen die Tankiness aus, die bei Morgana fehlt, weil die ist bei Rek'Sai einfach bombastisch hoch. Aber Rek'Sai ist halt ein Knockout-Bot eigentlich. Also, oder man kann ihn auch auf Speedboot spielen.
Aber der Alistar hat diese Ulti, die er ihn unsterblich machen lässt. Ja. Aber man kann Rex auch auf Splitbush spielen. Also man könnte ihn mit Titanic Hydra bauen und dann auf die Sidelines schicken. Und dann mit der Ulti zum Teamfight oder zu den Objectives schicken. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie dieses zweite Spiel ausgehen wird. Ob CLG ihren Vorsprung ausbreiten kann oder eben nicht. Das erfahren wir gleich. Dieses Spiel würde wieder kommentiert von unseren beiden NA-Castern Johnny und Hodor. Viel Spaß. Hodor. Ich wusste, dass das kommt, Niklas. Ich wusste auch, dass die Antwort von dir kommt. Ja, ja, es war so klar. Wir haben in der Pause drüber gesprochen. Und es war so offensichtlich, dass er das einmal pro Abend oder einmal an diesem Abend bringen wird. Das ist mir auch offensichtlich, was jetzt passieren wird. Nämlich, dass wir ins Spiel hineingehen. Ne? Wir schauen also mal nicht in den Chat, sondern gehen rein ins nordamerikanische El Clasico des League of Legends. Wir gehen rein. TSM gegen CLG in ALCS Finale. Und wir haben diesmal den WTP auf Seiten von TSM. Das ist ein Vorteil. Wir könnten sie nutzen. Bei CLG. Oh, guck mal hier. Das muss man auch einfach mal genießen. Bumm. Ja, oh, da habe ich jetzt ein bisschen Action erwartet jetzt. Ja, da passiert jetzt sogar Action, ne? An allen Fronten gerade. Überall wird geballert. Das ist unangenehm. Hier wird er gesnowt. Svenskeren, aber Honzo ist da und der sagt, Hammer, Schluss mit lustig, ne? Wieso der Richter? Mal mit dem Hammer auf den Tisch hauen. So kann es funktionieren. Wenn ein Jungler in der nordamerikanischen LCS Rek'Sai als Splitpusher auslegen würde, dann wäre es auf jeden Fall Smith. Wir erinnern uns an seinen Udyr-Spielstil, der kam den ganzen sehr, sehr ähnlich. Also das kann hier eine Option sein. Sie haben halt jetzt eben genau die Problematik hier, dass sie WTP gegen sich haben. Wobei man natürlich sagen muss, dass eine Luno nicht ansatzweise so gefährlich nach einem TP-Player ist, wie es sein Echo eben war. Plus, ja, mit dem Rek'Sai kannst du ein Stück weit entgegenwirken, weil du ja selber... Ja, aber nur wenn du ihn als Splitpusher spielst. Dafür musst du sehr viel Gold in die Rek'Sai investieren. Ansonsten ist sie nicht in der Lage, gegen Poppy oder gegen Lulu die Lane zu halten. Und, oh, der Snare hat nicht... Ja, ich meine mehr diese Teamfight-Ult-Situation, wo dann Rek'Sai plötzlich von hinten nicht die passiert ja dadurch, dass du ein 1-3-1 hast. Und dann mussten Rek'Sai halt gegenhalten können. Dafür muss er halt Farm kriegen. Bin gespannt, ob sie den hier abgeben werden. Double Lift kann jetzt hier den ersten Q dodgen. Und das ist sehr interessant, dass man hier aus Sicht von TSM, die eben mit einer Kalista Braumlane sich nicht getraut haben, in die Lane zu gehen, jetzt mit Kalista Alistar offenbar der Meinung sind, diese Lane im 2-on-2 gegen Caitlyn und Morgana bestreiten zu können. Ja, der Vorteil bei einem Alistar ist halt, er hat nochmal einen Heal, was es das ein bisschen angenehmer macht. Tatsächlich, selbst wenn du nicht unbedingt immer in die Trades reingehst. Ja, das ist beim Braum ein bisschen... Du musst halt gucken, dass du die Passive rausbekommst und... Er hat halt zwar immer sein Schild, aber man sieht halt, wie Aphromo da am Nerven ist. Und gerade das ist ja der Punkt an so einem Range-Support, warum es auch auf dieser Lane so stark ist. Caitlyn mit der großen Reichweite und Morgana, die ganze Zeit nervig ist und gut Schaden austeilt. Und sobald du halt dann Level 2 oder 3, je nachdem, kann mir vorstellen, dass er sogar hier auf Level 2 skillt, hast, dann wird das Ganze eine Ecke angenehmer. Definitiv ist das eine angenehme Situation, Alistar dabei zu haben. Wurde ja ein bisschen genervt, das Ganze, weil es einfach zu lächerlich stark war. Erinnert mich ein bisschen daran an Forgiven-Zeit bei SK, wo man tatsächlich angefangen hat, zwei Minions gemisst und darunter leider auch ein Ken-Minion. Wo man angefangen hat, Alistar zu bannen, einfach weil es die Lane-Dominanz, die Forgiven einfach auf jeden Champion mitgebracht hat, komplett zerstört hat. Also das war eine der frühen Zeiten, wo man merken konnte, dass Alistar ein sehr starker Champion ist. Auf der Midlane stellen wir gerade fest, dass beide Thunderlord haben. Auf der Support-Position hier in diesem Fall wieder die standardende Verbindung für Alistar. Ja. Keine Änderung zum letzten Spiel tatsächlich, oder? Nee, also keine große Überraschung. Also ich finde, wie gesagt, Steineverbindung oder Windseeker sind halt so die beiden Optionen, die man da auf Alistar nehmen sollte. Sowas wie ein Thunderlord bin ich kein großer Fan von, weil das ist, ja, das bisschen Schaden, was dann halt skaliert, da hast du halt nichts von. Und ja, gerade wenn du jetzt gegen so einen Range spielst, da sind ja auch noch so Sachen wie, dass man Grasp oder so, aber das bringt halt nur was, wenn du einen Melee-Support auch hast und das, den Grasp auch rausbekommst. Ah, das wirst du auf der Lane. Ja, wie viele Autotags hat denn der Alistar gegen die Morgana bekommen oder gegen Stacksay? Ja, die Antwort wird keine sein bisher. Und deswegen ist Steineverbindung hier einfach besser. Da wurde auch gesagt, ja, als AD Carry merkt man das gar nicht. Naja, das ist ja auch die Summe, weil es ist ja in jedem Trade diese Schadensreduzierung, die du hast. Und da kommt übers Spiel einiges zusammen, was an Schaden so abgefangen wird. Das merkst du natürlich nicht, wenn du von 100 auf 0 runtergebürstet wirst. Das stimmt definitiv.
Ich habe jetzt hier gesehen, dass Echo sehr, sehr früh hier sich schon für das dunkle Siegel entschieden hat und dafür keinen Teleport benutzen musste, um wieder auf die Lane zu kommen. Das heißt, ihm ist es da gelungen, die Wave früh durchzupushen. Swiffy jetzt hier mit dem ersten Gank des Spiels. Oh, das war unangenehm. Oh, schön rein. Jetzt Flash, Smite drauf, Svenskere ist da, aber trotzdem runter. Eieiei, First Blood. Das wird ein Double Kill. Aber das... Smitty noch da schon mit dabei. Hier kommt der TP von Lulu. 6 schön aus der Kuppel raus. Jetzt muss er mit dem E wegkommen. Björksen aber da kommt dann der Speed up. Und das ist der nächste Kill, der 2-1 Tausch für TSM. Mal wieder besser abgedodged, obwohl CLG am Ganken war, aber das ist Doppel-TP halt. Ah, super bitter hier. Xmiffy hat den Flash zu spät benutzt. Also uns erst mit einem, ja, Missplay, muss man so deutlich sagen. Er dasht dann auch in Dash rein, obwohl er hier ja schon Rek'Sai sieht. Flash dann raus und Xmiffy geht nicht sofort mit dem Flash hinterher, weil er glaubt, dass das hit. Jetzt in dem Moment, wo er flasht, kriegt ja. Poppy allerdings mit. Das ist halt übelst lucky. Das also das, mit dem Grasp das ist halt einfach bekommt. Lächerlich, dass es genau in dem Moment proc quasi. Ja. Da mache ich ihn dann hier doch keinen Vorwurf. Das war egal. Ich dachte erst, es wäre sein nein. Schild gewesen, was er dann nochmal bekommen hat. Grasp. Ja, ich weiß. Und das ist halt eben hier dann super bitter. Keine Chance dann auch für da schon wegzukommen. Da wäre nochmal das Speed-Up bekommen für TSM. Und jetzt unten sofort die TP-Losigkeit. Oh, jetzt Knock-Up. Auf geht's auf Afromo. Der Flash nach vorne, um hier Sticks aus der Gefahrenzone zu bringen. Aber nee, Doublelift ist das egal. Turrets, andere Turrets. Die haben genau die andere Seite der Maps. Morgana versucht sich hier selbst in Sicherheit zu bringen. Tatsache, und opfert da den AD-Carry heldenhaft. Kappa. Ja, ich habe gerade oben und unten vertauscht. Ist kein Problem hier. Das war wichtig. Das Finale ist halt einfach hier absolut knackig. Knackig, und da kann man auch schon mal vergessen, wo links, rechts ist, oben, unten, da steht alles. Das wird mir ganz anders hier, ich merke das schon. Aber Doublelift natürlich geht hier direkt auf Stixey und ist natürlich genau richtig, denn den AD Carry zu töten bringt mehr, nicht mehr Gold, ja, aber mehr Gold, was Stixey nicht bekommt, weil er den Farm verpasst. Aber auch, weil er tot ist. Heute dieses Spiel zeigt perfekt, wie man TP-Vorteile nutzen kann. Und oben ist Poppy jetzt wieder hier relativ hilflos. Rek'Sai ist da, aber man geht nicht für ein Dive. Das wäre auch sehr, sehr mutig gewesen. Jedes Mal, wenn der andere TP benutzt, kommt sofort ein Cross-Map-TP-Play. Das gefällt mir hier von beiden Teams zurzeit sehr, sehr gut. Ja. Mir auch. Also gerade da TSM. Aber das haben sie im letzten Spiel auch schon gehabt. Ja, zwei frühe Kills, die sie mehr hatten als CLG. Ja, generell. Was diese Aggressivität angeht. Schauen wir uns aber trotzdem mal das Gold an. Das ist natürlich nicht so ein großer Unterschied. Kills bringen halt nicht so viel im Vergleich zu beispielsweise Türme und so. Oh, er sieht ja jetzt Graves. Er sieht Graves und jetzt kann er da wahrscheinlich tatsächlich rausgehen und für einen Counter-Gank baiten, aber nee. Da hat man ja, den Pass. Oh, das ist halt, so ne? smart. Das ist einfach, du gehst einfach im Kreis. Ne? Das ist, wenn der Tunnel da noch steht, dann. Aber genau da gehen jetzt auch die Pings hin. Graves hat da genau den richtigen Riecher, beziehungsweise natürlich. Ja, ich meine, das ist, wenn er da nicht ist, muss er halt anders abgebogen sein. So. Naja, ist einfach. Aber vom Mindgame her immer wieder eine Herausforderung hier. An beide Teams natürlich. Und Rek'Sai hat eine sehr einzigartige Variante. Morgana war jetzt kurz warnen und sofort geht's hier drauf. Aber Stixel macht das gut. Kann mit den E-Spell und den damit verbundenen Headshot im Anschluss sogar noch einiges an Damage im Return bringen. Ja. Ja, gerade dieser Gang ist natürlich bitter, weil Sticks und Afomo erst ganz gut ausgesehen haben. Da schon jetzt einen Trade mit Hornster. Aber das Ding ist halt, Poppy dann gerade jetzt nochmal ein Passivschild bekommen. Ja, die ist da sehr, sehr robust. Aggressiv von CLG. Oh, jetzt gibt's das Black Shield. Afomo direkt hochgeworfen, weil er hat natürlich kein Black Shield. Er hat auch kein Flash mehr. Das Binding trifft Yellowstar. Sticks geht nochmal nach vorne und fängt sich nochmal so einen Speer. Ja, aber das war in Ordnung, weil die Speere waren schon rausgezogen. Sieht man schön daran, dass die Speere eben nicht mehr drinstecken. Dann ist der E-Spell eben auf Cooldown. Und das war in dieser Situation relativ früh genutzt worden. Also da hätte man durchaus noch länger dranbleiben können. Afumu hat sich da nicht so sehr auf sich selbst vertraut, dass er sagt, ich mache das Spellsheet erst, wenn ich die Headbutt-Animation sehe, sondern es dann vorher gemacht und dann hat natürlich Yellowstar sofort zugeschlagen. Klar. Das erwarten wir auf dem Niveau. Klar, du kannst ja nur einen hochwerfen dann, wenn Morgana ihr Spellsheet nutzt. Beziehungsweise du kannst andersrum nur einen Spellsheet. Was wir eben sehen, ist ganz oft diese Kombination mit verderbter Trank und dunklem Siegel, auch auf Hui. Auf einem Corki sieht man es nicht ganz so häufig. Auf dem Echo ist es hingegen Standard auf der Toplane. Und wie gesagt, Hornster, gerade diese frühe Magiekutte, du willst ja dann auch nochmal eine schnelle Geistessicht haben. Bringt dir gegen den, oder mit einem Alistair natürlich nochmal mehr, weil es doch etwas die Heilung verstärkt. Wobei das sicherlich nicht der Hauptgrund ist. Nee, hoffentlich nicht. Also dafür ist der Heal von Alistair auf Mates echt. Das Ding ist einfach, dass Geistessicht in meinen Augen einfach besser ist als. Das Banshees gibt eigentlich komplett die gleichen Werte, nur die Regeneration ist bei dem
bei der Geistes. Oh, hier kommt die Corki-Valkyrie. Guten Morgen, auch drei schöner Knock-up. Aber Yellowstar dann gerettet noch mit der Callista Ulti, also super genau gemacht. Richtig. Super ja. gemacht hier, auch nicht beide Ultimates gezogen von der Callista Alistar Combo, ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Trotzdem natürlich eine schöne Auktion von Corki, aber da hat man die Ruhe bewahrt. Und das war super gemacht von Yellowstar und seinen Kollegen Doublelift an dieser Stelle. Du hast es gerade so einen Nebensatz erwähnt, das dunkle Siegel auf Corki sieht man nicht so oft. Ehrlich gesagt sieht man es nie. Also das ist wirklich was sehr, sehr selten der Fall ist. Corki hat natürlich so mittelmäßige AP-Scalings hier, allerdings halt hauptsächlich auch, weil der verderbende Tank nochmal ein bisschen stärker wird gekauft. Genau. Ja, und ich meine, ne, kannst du am Ende natürlich auch immer noch ausbauen. Ist halt so eine Geschichte, aber du hast gesagt, die AP-Scalings, du baust halt eben auf AD. Aber ja, hier ist man dann diesen Zwischenschritt gegangen. Hat auch einen Farm-Vorteil, obwohl Bjergsen eben TP hat, einfach weil er es für die Teamfights eben genutzt hat und nicht für auf die Lane. Da kann dann Corki gerade zu Beginn einfach besser farmen. Er baut, oder hat dadurch die Stärke 3 Einigkeit ein bisschen später, so viel dürfte klar sein. Wobei er jetzt zu diesem Zeitpunkt eh noch nicht genug Gold gehabt hätte. Von daher alles tutti. Was man natürlich alternativ hätte auch argumentieren können, holt er sich halt einfach eine Sichel stattdessen, ja, statt dem dunklen Siegel, denn dann hat er auch diesen On-Hit-Heal. Ist zwar der Trank nicht so stärker, aber es bringt er ihm einfach mehr Gold. Das stimmt. Aber es ist nicht vergleichbar. So, dass hier nochmal den netten Effekt. Oh, warum geht er nicht rein? Oh, Double-Flash! Oh! Da hätte man wirklich nochmal erschöpfen ziehen können. Afromo mit der Ultimate, der wäre tot gewesen. Ja, aber sie haben natürlich keine Vision im River. Also sie wissen nicht, wo es Alistar. Ja, aber Styx hat ja auch nochmal die Ult. Wenn du erschöpfen, also wenn beide nochmal ihre Ult machen, dann haben die den doch. Naja, aber sie wissen halt in dem Moment nicht, wo Alistar ist und wollen da das Risiko nicht eingehen. Da haben sich gebaitet, gefühlt. Johnny, an deiner Stelle, ne? Jetzt machst du Devils Advokat, aber ich sag, da brauchen sie Eier. Na klar, aber trotzdem, ne? In so einer Situation denkst du halt, du wirst gebaitet. Das kennt jeder Spieler so ein bisschen aus der Solo-Queue. Natürlich sieht das dann für uns hier oben immer ganz, ganz dämlich aus, aber CG einfach, ja, möchte das Risiko nicht eingehen. Trotzdem natürlich ein guter Trade für sie. Styxeye hatte auf der Lane gut kassiert, was sehr überraschend ist für mich, weil ich die Lane als eigentlich eine sehr potente eingeschätzt habe. Rui muss jetzt hier raus, macht aber auch sofort. Er verschwendet hier keine Zeit. Ja. Solche Bindings will man häufiger haben. Jetzt Xmitty gegen Sven Skeren. Der kriegt den Wildwuchs und da will er natürlich nicht gegen ankämpfen. Ist klar, da wartet man lieber, bis die Wirkung nachlässt. Und dann geht man nochmal rein. So mit Hui trifft zwar die Rakete, nicht Graves Ultimate, aber Afrobus da. Und er kriegt den Flash. Ja, hätte er nicht geflasht, hätte die Bindung getroffen. Jetzt hier zwei Summoner Spades für einen. Das ist ein okayer Abtausch. Nein, Morgana ist auch noch geflasht und Caitlyn interessanterweise auch. Wo ist Caitlyn geflasht? Das haben wir ja gar nicht gesehen, aber Morgana da scheinbar im Roam gewesen, als Caitlyn dann auf der Botlane währenddessen angegangen wurde, musste da scheinbar rausflashen. Werden wir vielleicht nochmal ein Replay sehen. Hui hat hier den Heal benutzt, dafür eben beide Summoner Spades vom Jungler und Midlaner. Das ist soweit in Ordnung und darf Afromo kann jetzt hier unten die Lane freezen. Der Farmunterschied aber natürlich ja trotzdem viel zu hoch für so eine Lane. Da darfst du im Normalfall nicht 30 CS hinten liegen. Wird nach der Wave dann natürlich eher 25 sein, aber das ist halt trotzdem sehr unangenehm für eine Caitlyn. Ja, das ist richtig, ja, weil dadurch fällt es dann einfach nochmal ein bisschen mehr ab noch im Midgame, was du sowieso schon als Caitlyn tust. Da hat Doublelift einfach mit dem Farm und auch mit dem Kill mehr Gold zur Verfügung. Global gesehen allerdings CLG, vor allem mit dem Turm, dieses Golddefizit ausgleichen könnend. Aber das ist halt so eine globale Kiste. Das sieht oben in der Anzeige immer ganz schön aus, aber rechne das Gold mal global um, sind 200 Gold dann für jeden. Das kannst du dir für 200 Gold kaufen. Ja, da kommt da nicht so viel zusammen. Wirklich nicht, also da kannst du nicht. Da kannst du ein paar Heiltränke, Pinkwort kannst kaufen. Oh, ist ja in Ordnung. Pinkwort sind auch Wards, Kappa. So, also, jetzt, bevor wir mit den philosophischen Weisheiten weitermachen, wird es mal wieder Zeit für ein bisschen NA-Feeling. Guten jetzt Morgen, Teleport. Da sind wir. Und direkt zweimal eingesetzt. Bjergsen da, Afromo ist verwandelt worden. Hui steht da, sichert ab. Und das ist halt der Turm, aber eben auch. Das ist für TSM okay. gar nicht gut. Wow. Also das Moment, war da ist ja gar keine Vasallenwelle. Nee, das war ein WTP-Play und da hat Yellowstar dann nicht wirklich drauf gemittelt. Der macht den Q gegen Morgana, geht nicht für ein Headbutt. Klar, die kann im Zweifel zwar noch Black Shein, aber ein Versuch wäre es wert gewesen. Echo kriegt währenddessen oben den Blue Buff scheinbar und natürlich auch noch die Quick Wave, die er dadurch pushen konnte. Hui kriegt große Teile des Materials und jetzt wieder Global Pressure. TP ist ja noch ab. Ja, vor allem, sie haben jetzt Doppel-TP und keinen Kill und keinen Turm. Ich hätte jetzt gedacht, da wäre eine große... Also ich habe nicht geguckt und deswegen war ich dann überrascht. Eine Vasallenwelle, wenn du so einen Dive ansetzt, was halt nicht der Fall gewesen ist. Tja, und dann gehst du halt leer aus, ne? Du hast halt
gesagt, CG kommt da sogar besser raus, denn Darshan hat sein TP nicht gezogen, da war die Absprache auch sehr, sehr gut offensichtlich. Und man hat, wie gesagt, auch ein bisschen Dusel gehabt. TSM vielleicht ein bisschen voreilig. Sehen wir jetzt hier, dass der Goldunterschied natürlich verringert wird. Also es sind 2 Kills Unterschied und nur 500 Gold. Also hier können sich die Jungs von CG gerade ja, sehr zufrieden damit zeigen, wie das verläuft. Gerade wenn man sieht, dass man auf der D-Carry-Position ja immer noch diese 30 CS behind ist. Also das ist wirklich okay. Liegt natürlich daran, dass sie eben diesen einen Turret mehr haben jetzt in dieser Phase. Und jetzt sehen wir hier den Dive gegen Stixey, der muss da jetzt mit den Traps arbeiten, wird angeflasht. Da ist der Knockup, das ist zur Stelle, Stixey lebt immer noch, aber die Speere gegen sich, die werden ausgelöst. Darshan jetzt mit der Ultimate früh gezündet gegen Double Lift. Yellowstar kann halt nicht so viel machen, immer mit dem Heal Flash raus jetzt. Die Speere gegen sich, es reicht zum Überleben. Und jetzt will er nochmal rein, ist die Frage. Double Lift kitet sich da durch die Gegend. Reit ihr den Tod nicht verhindern können, wie man eben gesehen hat. Das ist eine Callister, das brennt immer zweimal bei ihr. Ja, einmal beim Reinstecken, einmal beim Rausziehen. Und jetzt, ui. Oh, der hat noch eine Valkyrie und die nutzt er auch. Aber schön gemacht, abgeräumt. Das ist gerade ein Desaster. Wow, dann hat das Binding Double Kill. Ja, aber das ist doch nichts. Du verlierst oben Tier 1 hat schon verloren. Und der Tier 2 schon wird schon glauben. Tier 1 Mid-Turret ist auch noch in Gefahr. Das wird hier global in ein Desaster für CLG münden. Echo da in dieser Situation hat das absolut desaströs gespielt, hat sein Wegemist die Ultimate zu früh gezogen, musste rausflashen. Man hat alles hinterhergezogen, was man hat, aber auf der Map kriegt man den gerade ins Gesicht. Den T1 Mitchell kann man aber halten, heißt der Snare. Das ist aber eine Überzahlsituation für TSM. Ja, TSM, du hast es gesagt, der globale Gewinner durch die Türme. Und Türme sind wichtiger als Kills. Trotzdem da 2:2 jetzt in Türmen insgesamt. CG jetzt an Drake. Und wir sehen nochmal das Replay. Stixey macht das soweit ganz gut. Hat eben keinen Flash, kann deswegen nicht über den Headbot flashen. Yellowstar mit dem Flash W. Und hier mal auf den W von Darshan achten. Das ist nix. Das ist nix. Ja. Die Ultimate ist noch weniger, weil sie geht auch nicht in den W rein. Sonst könnte man sagen, ja okay, hat sie full gezogen, um eben zu connecten. Flash dann raus, das ist die richtige Entscheidung, weil Yellowstar in diesem Moment wieder sein Pulverisieren abgehabt hätte. Geht dann weiter hinterher. Swiffy spielt das gut, aber Huri, der jetzt auch noch runterzieht, kriegt zwar den Double Kill, man kann sagen, ja, es worth, aber oben kann halt gerade keiner deffen. Oben verlierst du noch 2 Turrets durch diesen Play und mit Lane hat auch noch viel. Ich denke, dass Corki im Endeffekt gezogen ist, war noch worth. Aber man hat halt wirklich 2 Kills für 2,5 Turrets, ist halt einfach goldmäßig nicht worth. Da gibt's direkt mal den nächsten Turm. Gut, jetzt mal den Goldunterschied an. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass CLG jetzt gerade 2 Kills bekommen hat, während TSM nur einen hatte. Und trotzdem ist der Goldunterschied massiv gewachsen. 3:2 Turrets jetzt hier. Man hat ein bisschen abtauschen können, was die Turrets angeht. Corki natürlich jetzt mit 2 Kills, das ist ja angenehm, aber selbiges können wir auch für Kalista sagen. Und Double Lift fühlt sich auf diesen Champion zurzeit sehr wohl. Ja. Er hat da schon früh auch mit den eisgebundenen Handschuhen, also mit der Verlangsamung, hat wirklich doch die Magieresistenz mit rein. Also das sieht man ihm häufig, dass die 3 Items angefangen werden. Aber jetzt der Druck auf den Midlane-Turm, den wird man auch nicht halten können. Und das ist wieder der nächste Turm dann. Ja, da machst du nichts. Ja, da machst du... Oh, Arx, Smitty, doch, man geht in den Re-Engage. Callister Ultimate defensiv, Double Lift ist raus. Darshan mit der Ultimate rettet er sich. Kopfstoß, Yellowstar in der Ultimate. Afromo hat die Bindung. Und Onzama mit einer schönen Poppy-Ultimate. Und jetzt aber der Kampf immer noch nicht vorbei. Stixey low. Steht gut, steht gut. Onzaman will an Smitty ran. Der ist gut, tanky. Oh, und da wird nochmal der Chase weitergehen, weil Ludo hat kann nochmal den Speed geben. Nochmal der Slow Rex gegen die Wand und das ist hier tot. Ja. Also das ist unterm Strich hier besser natürlich für TSM. Mit diesem 2:1-Tausch. Und das, obwohl man Double Lift so früh verloren hat, den CG hat da den Fight ein bisschen zu lang genommen. Also hier hätte man durchaus zufrieden sein können damit, was man hier bekommen hat. Ja. Schöner Flash von Afromo, der macht wirklich eine gute Figur hier. Dann hier in diesem Moment, da steht die Ultimate schon raus. Onzer wird da dann nochmal CC, das war gut, aber hier muss man rausgehen. Also Afromo opfert sich da quasi und den Disengage musst du nutzen. Smithy sorgt vorne nochmal für CC, aber auch das ist schon sehr aggressiv. Die Traps können hier in diesem Moment dann nicht mehr helfen und hier muss Smithy durch die Wall zum Blue Buff gehen, irgendwas probieren. Aber im Endeffekt reicht es dann einfach nicht. Monster macht das vom Movement hier auch ganz, ganz stark durch den Slow, den Ludo dann nochmal auf Rek'Sai gesetzt hat und den Speedbuff, den in diesem Moment Poppy selbst bekommen hat. Kann man diesen Fight drehen. Davor eigentlich ein schöner Engage von CLG, aber TSM behält die Nerven.
Ja, TSM weiß um ihre Stärken natürlich und wie gesagt, Hui auch dann keinen Mana mehr gehabt. Also was spielt er eben mit rein und wir sehen ja, boah, den Schaden. Allein von Poppy, schaut euch mal gleich die Items an. Die macht mehr Schaden als Lulu, die macht fast so viel Schaden wie Graves. Die macht einfach, ja, fast so viel Schaden wie Corki. Aber der schlimmste Wert hier ist Echo. Dass Echo diesen Damage nicht rankriegt, ist halt ja, einfach das Problem. Poppy war vorne in drei Leuten drin, kann sie mit dem Item-Bild auch, hat auch eine 2-Mann-Ultimate getroffen, alles rausbekommen. Aber Echo müsste die ähnliche Rolle auch ausüben. Gerade wenn Double Lift down ist, dann fehlt quasi der konstante Schaden. Aber das, man merkt einfach, wie viel stärker Graves in dieser Meta zurzeit ist als eine Rek'Sai. Aber es ist auch krass, dieser Schaden mit diesem Item-Bild. Ja, im Vergleich zu einem Corki beispielsweise. Ja, aber das war ja auch perfektes Positioning. Ne? Das muss man ja dazu sagen. Steht in mehreren Leuten drin, kann ihre Spells immer AOE machen. Das ist kein Wert, der quasi Normalzustand ist. Trotzdem hier natürlich immer wieder zu sehen. Graves fungiert hier einfach als zweiter Carry, während Rek'Sai dasselbe nicht tun kann. Dann muss Echo eben für diesen Schaden quasi mit aufkommen. Und das passiert hier einfach nicht. Rek'Sai ist kein Metapick. Das ist richtig, wobei, wie du schon gesagt hast, also dass Darshan da so wenig Schaden gemacht hat, ist auch ein Problem gewesen in dieser Spielsituation. Ja, grundsätzlich vielleicht nicht der best abgesprochene Kampf auf Seiten von CLG. Sieht gut aus für TSM momentan. Ja, die brennen auf den Ausgleich. Ja, klar, wenn es hier gegen den Dauerrivalen geht. Und da müssen wir einfach sagen, also diese Türme fallen natürlich ins Gewicht. League of Legends ist eben ein Spiel, wo es um Türme geht, wo es um Objekte geht. Das Problem, was CLG hat, ist, dass sie keinen besseren Fight mehr finden werden. Sie werden nicht noch einmal Double Lift so rausnehmen können, weil Ludo steht jetzt hier einfach 3-0-0. Fungiert selbst ein bisschen als Damage-Dealer mit Fluch des Lichts. Und ich muss sagen, genau wie ich eben gesagt habe, CLG hat einfach die beste Teamfight kommen. Geht selbiges jetzt für TSM. Und das ist halt, es ja, muss dieser perfekte Fight kommen mit CC-Stacken von Smithy, von Darshan, von Afromu. Aber auf der anderen Seite wird es nicht mehr lange dauern, bis wir die ersten Quecksilber-Scherpen sehen. Und dann ist halt wirklich langsam, aber sicher Land unter für CLG. Oh, man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, den Scan gecatcht zu haben. Der lacht dabei ja drüber und gönnt sich auch noch die Wölfe. Ja, Hand von der Bindungsreichweite nicht ganz ausgereicht hier. Jetzt Druck auf den nächsten Turm. Man geht sogar in den Dive rein. Black steht allerdings auf Darshan. Ja, da kann dann Poppy auch nicht drauf hämmern. Smithy tankt einiges, aber der Turm eben auch. Und der hält es nicht mehr aus. Der ist dadurch Geschichte. TSM jetzt mit dem fünften Turm. 6000 Gold. Was auch immer Corki gerade tut. Auf dieser hat meines Erachtens ein Package genommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ist gar nicht zum Team gerufen. Hat jetzt mit den reingepusht. Jetzt geht er rein. Über Kyra ist da aber. Die reicht hier nicht, um die ins eigene Team zu werfen. Aber einer, der ist da ganz allein. Oh Gott, der ist gefangen mit der Bindung. Und der flasht drüber. Kein Problem, da ist er dann zur Stelle, um abzuräumen. Super Snare hier wieder von Afromu, der das antizipiert, dass Graves darüber dashen wird. Also er heute auf jeden Fall mit dem goldenen Finger auf den Snares. Das funktioniert sehr, sehr gut in dieser Phase. Und das gibt hier nochmal den Entlastungstrack. Damit hat man den zweiten. Und das ist für CLG eine gute Situation. Also Hui war die ganze Zeit auf der Midlane mit der Package. Und das muss TSM dann im Kopf haben, dass sie sich da so splitten in so einer Situation. Darf nicht passieren. Afromo ja auch in den vergangenen Seasons häufiger immer wieder mit Morgana und hat sich da oft als sehr treffsicher herausgestellt. So eben auch hier. Das ist Rek'Sai, ne? Gelände, egal, wenn da ein Tunnel steht und im Kampf den Tunnel zu zerstören, funktioniert halt nicht. Bei Bart kommst du wenigstens halt noch hinterher. Ne? Also die Sache ist halt einfach, dass Echo und Rek'Sai zusammen nicht genug Kill-Pressure haben, um hinten Kalista und Lulu unter Druck zu setzen. Was allerdings für CLG im besten Fall passiert, ist, dass sie einfach länger beschäftigen und Corki, Caitlyn wiederum die Poppy auseinandernehmen. Das Problem allerdings ist einfach, weil sie nicht so, also sie haben auch nicht so große Kill-Pressure, weil eine Lulu da ist, die schilden kann, und weil eine Kalista sehr mobil ist. Ja, aber sie haben eh kein Damage. Ja. Also wenn du zwei Tanks draufhältst, da muss schon viel passieren. Vor allem, weil Echo auch nicht den direktesten CC hat, um da zu folgen. Also auch eine CC-Chain wird da schwer. Und es ist einfach der nächste Siege, den wir hier sehen. Und CLG kann wenig dagegen machen. Nee, in dieser Spielphase auf sie jeden Fall nicht. Sie müssen halt mit Echo jetzt einen Engage finden. Er hat natürlich Teleport ab. Der lauert auch schon so ein bisschen, um da zu Fuß gleich hinzugehen. Ja, aber eigentlich haben sie mit Corki und Caitlyn genug Wave-Clear. Sie müssten die Wave halt nur früher annehmen. Bis jetzt clearen sie die Wave immer sehr schnell, aber immer erst, wenn sie unterm Turret ist. Ja, das Ding ist natürlich, wenn man halt schaut, ne, du hast das Backline unter Druck setzen, er hat natürlich die eisgeborenen Handschuhe und der hat sein E und damit tendenziell eigentlich gute Möglichkeiten, um an der Backline dran zu kleben, wie mit Patex. Aber das Ding ist, Double Quecksilber-Schärpe,
ja, hoppelt dann weg und auf der anderen Seite Bjergsen kann sich selber nochmal beschleunigen, kann den Gegner verlangsamen. Gleich doppelt sogar mit der Frostkönigin noch. Ja, eigentlich der Itembild aktuell auf Ludo mit Frostkönigin und Fluch des Lichts. Ja, auf der einen Seite Supportive Charakter. Ja, frühes Gold, du brauchst nicht so viel Mana-Regeneration auf Lulu. Und auf der anderen Seite dann noch diese On-Hit-Treffer-Effekte für mehr Schaden. Deswegen auch Ludens. Also, was CG hier Mut machen kann, ist, dass Huya halt wirklich exzellent im Game ist. Er hat seine 6 Decks, interessanterweise, sieht man auch nicht alle Tage. Das ist schon mal ganz angenehm. Er steht 2-0-2, er hat sein Klinge der Unendlichkeit. Und auf der anderen Seite ist Poppy noch nicht auf den zweiten Magieresistenz-Seite und wird es in naher Zukunft auch nicht kommen. Also da kann er schon gut zuschlagen, aber wir haben es eben einmal im Fight gesehen. Also da muss man so viel auf Poppy investieren. Das wird halt wirklich interessant zu sehen, ob CLG in der Lage ist, mit ihrer Frontline die gegnerische Backline so lange zu beschäftigen. Und da habe ich große Zweifel. Vor allem, du hast ja auch recht, ne? Der Punkt ist, Poppy hat ja noch nicht mal ihren Sonnenfeuerumhang ausgebaut. Sie hat halt die Vorstufe quasi Barmis Blutstein. Wenn sie den Sonnenfeuerumhang nochmal ausbaut, macht sie ja nochmal mehr Schaden einfach. Ja, das stimmt. Es ist natürlich nicht so viel, aber wenn sie in der Lage ist, dran zu bleiben, dann läppert sich das halt schon. Ne? Kleinvieh macht aus. Ich meine, wie sich das läppert, haben wir im letzten Teamfight gesehen von der Damage-Verteilung. Ja, wir haben jetzt die Quecksilberschärpe tatsächlich auf Kalista. Ich hatte sie angekündigt, dass es dazu kommen wird. Kann damit hier nochmal den Knock-Up von Rek'Sai glänzen, um dann eben mit Flash und Dash nochmal weiter wegzukommen. Das funktioniert eigentlich relativ gut und das sollte ein Spieler vom Kaliber wie Double Lift auf jeden Fall auch drauf haben. Er geht ja als mechanisch sehr begabt, wenn auch nicht immer mit dem besten Bewusstsein dafür, was sein Team gerade in dieser Situation von ihm verlangt. Und jetzt groupt man hier unten wieder zu viert und Echo kann Poppy nicht halten und moved jetzt hin. Man will den Engage aus Sicht von CLG, aber jetzt sind sie schon wieder low. Ja, also man merkt, da muss halt Corki kommen für den Wave. Aber hier ist Echo. Dutch geht rein auf Bjergsen Flash raus. Yellowstar würde die Kelle holen, die nochmal reingeworfen jetzt. Hornzer, das war nichts gut, aber der Lockup hier von Yellowstar, richtig stark, die Flashes. Und da räumen sie auf Double Lift, ganz stark, Double Kill für Hornzer. Und Triple Kill sogar. Turm abgeräumt, Afromo als einziger Überlebender, da muss man sagen, ganz, ganz stark Yellowstar. Und der hat sogar noch sein Flash ab. Starke Aktion hier von TSM, Verzweiflungs-Engage so ein bisschen von CLG. Sie haben da einmal die Option gesehen, aber wir haben es unten auch gesehen. Der Echo hat keine Chance gegen Poppy in dieser Phase gehabt, musste deswegen auch ein bisschen für den Engage gehen. Man hatte da ein bisschen die Hoffnung gehabt, da vielleicht eine CC-Chain zu kriegen, aber im Endeffekt waren sie chancenlos. Das Afromo jetzt hier versucht, die Wave aufzuhalten oder was auch immer, aber auch Cup ist. CLG mit dieser Kopf einfach nicht in der Lage, TSM genug unter Druck zu setzen. Das resultiert jetzt hier in einen 10.000 Gold-Vorsprung und den Nash nochmal als... Ja, Sahnekrone oben drauf, das sollte kein Problem sein. Weißt du, was cool gewesen wäre, was gut unter Druck hätte? Oh nee, wollen nochmal fighten. Das ist jetzt Verzweiflung. Jetzt gehen wir nochmal rein. Smithy ist da. Er muss jetzt den großen Ziel holen. Hinten wartet Darschen. Der ist jetzt zur Stelle. Nash auf 4000. Das ist eine Kalista. Vergesst das nicht. Da nochmal der Knock-Up da. Darschen, was kann er ausrichten? Der Bounce low. Und man hat eben die ganzen Speere drin. Jetzt kommt Sixer dazu. Hier kommt jetzt die Valkyrie. Kalista hat den Baron. Aber die sind immer noch alone, der Flash dann. Was war das denn? Wann war das denn? Sixey aber. Sixey, raus. Und das war's. Triple Kill für Sven Skeren. Das ist das Game, so da wird viel man Damage. Jetzt nicht gehen. Das war einfach von Sixey der edes Tor. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht hätte er nochmal was mittun können. Und Afromo auch gerade am Leben, der stirbt es schon wieder. Da kann er eh nichts mehr machen. Also CLG gibt diese Spiele ab. TSM einfach wach in den Fights mit der besseren Teamfight kommen. Und das entscheidet heute scheinbar alles. Sie gewinnen dieses Game hochverdient. Und auf der anderen Seite CLG am Ende halt nochmal mit dem Verzweiflungs-Engage bei Nash. Hui da mit einem Missplay. Meines Erachtens hat die Valkyrie im Poppy eingesetzt. Sixey mit dem E in die falsche Richtung. Das reicht so nicht. CLG muss hier ihre beste Seite zeigen. Das haben sie im Game 1, aber das haben sie nicht in diesem Game. Nee. 0-4 Stixer ja auch auf Caitlyn. Hat auch die Lane abgegeben. Das gefällt mir auch gar nicht, so eine Caitlyn aktuell in der Meta. Die muss gute sagen, alte Klinge der Unendlichkeit. Ja, wir sehen einfach viele Teamfights in der aktuellen Meta. Axel Nutz, die sagt das auch immer, der letzte Teamfight entscheidet. Ja, und was sind gute Teamfight-Champs? Ausgerechnet die in der Meta sind, Maokai Sivir, sowas in der Richtung. Es überrascht mich natürlich immer wieder, wie sehr doch die Sivir ignoriert wird in der westlichen Szene. Also, gerade wenn man dann sowas nochmal sieht. Man spielt ja die Caitlyn gerne in eine Kalista rein, das kann ich auch verstehen, allerdings hat man die Lane hier massiv abgegeben. Das ist eine Problematik, mit der sich CLG auseinandersetzen muss, genauso wie das die Infinity Edge Poppy
ihnen richtig den Poppes aufgerissen hat. Das ist auch eine Entwicklung, die wir nicht alle Tage sehen. Im Endeffekt muss man hier sagen, TSM verdient gewonnen, Teamfights sind entscheidend und die nächste Pick-and-Bun-Phase wird deswegen wieder sehr interessant. Und auf die freuen wir uns. Zuvor gibt es die Analyse, Hashtag LCSG, ballert uns gerne diesen Hashtag nochmal voll. Na, dann sehen wir uns nach einer kurzen Pause wieder mit CLG gegen TSM.